Hüftschmerzen, egal ob beim Laufen, beim Beinanheben, beim Liegen. Hüftschmerzen ist eigentlich relativ unspezifisch, ne? Wir meinen nämlich meistens nicht das Hüftgelenk selber, sondern einfach den Hüftbereich. Hier gibt es verschiedene Schmerzpunkte. Die meisten davon werden besser, wenn du unsere Drei-Punkte-Technik anwendest. Hallo, liebe Freunde der Gesundheit. Heute habe ich mal wieder meinen Experten Thomas Marx dabei zum Thema Triggern und natürlich sprechen wir über drei Triggerpunkte. Das Schöne ist, damit können wir vielerlei Hüftschmerzen bearbeiten, wo du vielleicht gar nicht richtig einordnen kannst, wo das Problem herkommt. Und das Besondere in diesem Video, der Thomas wird mal meine Hüfte bearbeiten, auch wenn ich gerade keine Hüftschmerzen habe. Viel Spaß dabei. Vielen lieben Dank, Sven, für den netten Empfang. Und dann gehen wir auch direkt in das heutige Thema ein: Hüftgelenksschmerzen. Sven hat es schon gesagt, viele Leute denken, ich habe direkt im Hüftgelenk meine Probleme und vielleicht habe ich sogar eine Arthrose, ein degeneratives Problem. Ich brauche eine neue Hüfte. Wir zwei, wir sind noch relativ jung. Ich glaube, die neue Hüfte, die hat noch Zeit, oder? Ja, Wahrscheinlich, lass sie ne? noch warten. Die, genau. Wir wollen euch nochmal etwas ganzheitlicheres bieten, einen ganzheitlich, aber auch funktionell anatomischen Aspekt, würde ich mal sagen. Euch da auch nochmal die Augen zu öffnen, um zu zeigen, es ist nicht immer das Hüftgelenk, wobei du denkst, du hast Hüftgelenksbeschwerden, weil es ist am Ende des Tages, das solltest du dir merken, das sind drei Buchstaben, die LBH-Region. Und das ist die Lende-Becken-Hüftregion. Und Lende, das die Lendenwirbelsäule, B, Becken. Ein Riesenkonstrukt ist das Becken. Wir haben hier die Darmbeinschaufeln, wir haben das Schambein, wir haben hinten das Kreuzbein. Das ist ein riesiges Knochenkonstrukt. Und wir haben die Hüfte, also das Hüftgelenk quasi, was natürlich unfassbar wichtig ist für die Fortbewegung. Also Lende, also das Zusammenspiel von Lende, Beckenkonstrukt und Hüftgelenk ist sehr wichtig und das sollte man sich immer zusammen anschauen. Und da gibt es drei, natürlich auch selbstverständlich mehrere Punkte, aber diese drei Hotspots, die will ich mal so nennen, diese drei Triggerpunkte, die haben es in sich. Und wenn du die kennenlernst, und die zeigen wir jetzt mal beim Sven, der muss jetzt daran glauben, ja, und die zeigen wir jetzt mal, die erkläre ich auch euch ein wenig, auch den Zusammenhang, warum auch diese drei. Und dann kann es sehr, sehr gut sein, dass eure Hüftgelenksschmerzen, eure unspezifischen, so haben wir es genannt, unspezifischen Hüftgelenksschmerzen dann auf einer myofaszialen, ne, faszial-muskulären Ebene, dass die dann besser werden. Dann würde ich sagen, let's go. Lende, ganz, ganz klar. Sven dreht sich mal rum. Die Lendenwirbelsäule, gerade natürlich die untere Lendenwirbelsäule, das ist ganz wichtig. Die Lendenwirbelsäule hat fünf Lendenwirbelkörper. Und ganz unten, letztendlich, das könnt ihr selber auch mal spüren, hier unten haben wir ja das Kreuzbein, das ist so ein Dreieck. Eine knöcherne Platte und direkt darüber ist der fünfte Lendenwirbel. Und der korreliert, also der arbeitet zusammen mit diesen beiden Beckenschaufeln rechts und links. Wie? Der ist tatsächlich mit Bändern, mit diesen Darmbeinschaufeln verbunden. Und deswegen ist es schon ganz, ganz wichtig, um da Beweglichkeit und die Funktionalität zu wahren, dass die Beweglichkeit des Lendenwirbel 5 natürlich funktionieren muss. Der muss beweglich sein, der muss cremig sein. Und wenn der funktionell und beweglich ist, dann nimmt das einen positiven Einfluss auf die Bewegung deiner Beckenschaufeln. Und das wiederum natürlich auf das komplette Beckenkonstrukt. Jetzt geht's weiter, Sven dreht sich um. Also, wir fangen bei Lendenwirbel 5 an. Bessere Beweglichkeit für die Darmbeinschaufeln. Und jetzt haben wir es nämlich. Haben wir zum Beispiel wir machen ein Beispiel, weil Sven ist fit. Linke Darmbeinschaufel. Und da wisst ihr, wenn dieses Konstrukt nach vorne oder nach hinten sich verlagert, dann können schon
die Muskeln von der vorderen, aber auch hinteren Oberschenkelseite gezogen werden. Also es entstehen Spannungen. Wir haben einen gewissen Muskel, klar, vorne diesen großen Quadrizeps, also der vordere Oberschenkelmuskel, der Quadrizeps femoris, der besteht aus Quadri, aus vier Anteilen. Und es gibt einen Anteil von dem Quadrizeps, der Rectus femoris, und der setzt hier oben genau an dieser Beckenschaufel oben an. Fühlt mal, Sven, du auch, wir haben vorne, schaut mal, wir haben vorne oben so eine knöcherne Spitze. Schaut mal, irgendwo tastet ihr hier vorne eine knöcherne Spitze. Das ist die obere vordere Darmbeinspitze. Und wenn ihr diese Spitze habt, dann könnt ihr mal so zwei, bei dem einen oder anderen sind es vielleicht auch drei Finger, aber so zweieinhalb Finger, kann man sagen, unterhalb der Darmbeinspitze darunter, legt mal die zwei Finger. Und auf dieser Höhe könnt ihr eine Sehne spüren und die könnt ihr hin und her flitschen lassen. Hier vorne, links und rechts, hast du die, Sven? Ja. Das ist die Rectus femoris Sehne. Und diese Sehne, die hat es in sich. Und da schlummert ein manifestierter Triggerpunkt. Und wenn dieser aktiv ist, weil wir uns schlecht bewegen, wenig bewegen, immer nur sitzen oder lange stehen müssen, schlechtes Schuhwerk oder vielleicht auch ISG-Probleme, ne, Iliosakralschmerzen, hier hinten haben wir nämlich dieses Beckengelenk und das hat nämlich was mit dem Lendenwirbel 5 zu tun. Das hat auch was mit dem Darmbein, mit der Schaufel zu tun und hinten mit dem Kreuzbein. Also Lende, Becken, Hüfte, schließen sich die Kreise. Wir müssen so denken, um am Ende des Tages auch effizient und nachhaltig eine Verbesserung zu bekommen. Deswegen sagen wir, wenn das Becken entweder nach vorne, aber sehr häufig auch nach hinten gestellt ist oder blockiert ist, bekommt dieser Rectusmuskel, hier vorne, den wir getastet haben, Zug, Spannung. Und der aktive Triggerpunkt oder der Triggerpunkt wird dann aktiv und der macht hier Schmerzen. Und das Zeichen, das kennst du wahrscheinlich, deswegen hast du das Video angeklickt, weil du vielleicht Hüftschmerzen hast, irgendwo hier, oder? Hier, irgendwo hier sind die Schmerzen. Du machst vielleicht auch so eine Bewegung, es zieht irgendwie auch ein bisschen in die Leiste, aber ich kann das nicht richtig deuten. Hier tut mir meine Hüfte weh. Oder so ein bisschen, dass du eher die Faust machst und hier so reingräbst und sagst, oh, ich habe Hüftschmerzen. Nochmal, das sind die Klassiker, das muss nicht direkt was mit dem Hüftgelenk zu tun haben, sondern durch diese myofasziale Verbindung. Also, Triggerpunkt Rectus, Nummer 1, den machen wir jetzt gleich. Dann Nummer 2 im Zusammenspiel des Beckens ist natürlich diese innere Gesäßmuskulatur unfassbar wichtig. Alleine wegen unserem Kreuz-Darm-Bein-Gelenk, ne, das haben wir schon gesagt, das kann gerne mal blockieren und dann kriegen wir auch hinten so Rückenschmerzen, das kann hoch, das kann vorne in die Leiste ziehen. Und diese tiefe innere Gesäßmuskulatur, auch ganz, 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 ganz wichtig in Bezug auf unspezifische Hüftgelenkschmerzen. Also mittlere, tiefe Gesäßmuskulatur, Gluteus medius, so heißt der Bursche, den gucken wir uns gleich auch an. Und, das habt ihr jetzt auch schon gehört, der Lendenwirbel 5. Dieser Bereich links und rechts neben dem Lendenwirbel 5. Und da gibt es in der Tiefe einen bestimmten Muskel seitlich, das ist der Quadratus lumborum, der ist auch ganz wichtig. Und wenn man diese drei Regionen, Lendenwirbel 5, Gesäß und den Rectus hier vorne, myofaszial effizient behandelt, nämlich triggert, um tiefliegende Verspannungen in diesen drei Bereichen entgegenzuwirken, weil wir müssen in die Tiefe, weil wir von TMX festgestellt haben, dass die Quelle der myofaszialen Verklebung in der Tiefe der Muskeln quasi zwischen den Muskelfasernbündeln entsteht. Und genau da müssen wir jetzt rein. Sven, auf geht's, leg dich mal auf den Boden, auf den Rücken. So, der Sven hat sich schon mal auf den Rücken gelegt und
Ich als Therapeut würde natürlich den Rectus Femoris, den gucken wir uns nämlich jetzt genau an, mit meinen Händen den Rectus Femoris tasten. Das haben wir eben gemacht. Du bei dir selber, ne? Zwei Finger breit unter dieser vorderen oberen Darmbeinspitze. Und dann würde ich natürlich auch schauen, ist das gereizt, tut das weh und finden wir genau da vorne einen Schmerzpunkt, wo du dann sagst, oh ja, stimmt, da vorne ist dieser Punkt, den ich eigentlich meine und nicht irgendwo in Richtung Leiste. Und den würde ich natürlich jetzt klar mit meinem therapeutischen Daumen suchen, in Absprache mit Sven. Da er natürlich topfit ist, hat er bestimmt hier ein paar Punkte, die ihm wehtun, aber natürlich nicht aktive Triggerpunkte zum Beispiel, die ihn dann in seinem Alltag dann belasten. Und dann kommt es auf einen punktuellen, den habe ich gefunden, langanhaltenden und tiefen Druck an. Fehlt etwas, funktioniert es nicht. Punktuell, da wo der Schmerz ist, langanhaltend, ideal 3 bis 5 Minuten und tief. Und das wäre eine effiziente myofasziale Behandlung. Du möchtest das zu Hause aber auch selber machen und dann zeigen wir dir jetzt eine ganz einfache Methode. Sven dreht sich auf den Bauch und wir können mit dem TMX Original Trigger, das ist eigentlich quasi mein Daumenersatz für dich zu Hause und wichtig ist, dass die Kugel nicht größer als 3 cm sein darf, sonst funktioniert das nicht, sonst kommen wir nicht tief rein. Und wir können den Trigger ganz einfach auf dem Boden ablegen und der Sven, der kann jetzt mal selber schauen, wo die Rectussehne ist. Das weißt du zu Hause auch, weil ich es dir gezeigt habe, wie du sie findest und Sven hat sie, glaube ich, auch gefunden. Das sieht super aus. Das könnt ihr auch, glaube ich, auch noch ein bisschen sehen. Und jetzt ist es wichtig, ganz wichtig für dich, 1 Minute erstmal daran gewöhnen. Sven gewöhnt sich jetzt daran und legt sein Becken, sein Körper ab. Aber wir können das steuern. Es darf nämlich nicht so sehr schmerzen, dass du damit nicht mehr zurechtkommst. Und das ist genau der Fehler, den man macht. Lass dich so drücken oder triggern, dass du damit ganz gut zurechtkommst. Und das ist das Allerwichtigste. Es darf nicht noch mehr Stress hervorrufen. Und das hat der Sven bestimmt jetzt gefunden. Er kommt jetzt mit diesem Druck zurecht. Ja. Und wunderbar. Und jetzt kann er kombinieren. Triggern, drücken mit Bewegung. Knie beugen, Knie strecken. Knie beugen, Knie strecken. Das ist ganz einfach. Und ich würde euch sagen, noch einfacher geht es nicht. Ihr lasst euch triggern und gleichzeitig mit der Kombination Bewegung ist das echt ideal. Und das macht ihr mindestens 3 Minuten. Und dann können wir sehen, dass der Stress aus den tiefen Faszien weniger wird. Und dann haben wir echt ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Das macht man natürlich ein paar Mal und dann wirst du sehen, wird die Beweglichkeit und der Schmerz wahrscheinlich ein wenig besser werden. Konstrukt verstanden. Nummer 2. Sven, auf den Bauch wieder, mein Lieber. Wir wollen ja den 2. Punkt jetzt triggern. Und da haben wir ja gesagt, das ist dieser mediale, also der mittlere Gesäßmuskel. Und der ist genau hier in diesem Bereich. Ist ein großer Muskel, sehr, sehr schön. Und hier kannst du wirklich auch nichts falsch machen, weil du allein entscheidest immer, wie viel Druck du brauchst. Und das ist ideal, weil du das selber entscheiden kannst. In diesem mittleren Gesäßbereich, ich helfe Sven, das ist nämlich genau da, er rollt sich wieder zurück auf den Boden und du kannst den Trigger auch selber in die Hand nehmen und dann kannst du schauen, ja, er schmiegt sich jetzt, ne, er macht eine Rechtsrotation, er schmiegt sich jetzt in den Trigger rein und jetzt kriegt er einen guten Druck wahrscheinlich und kann genau jetzt, ja, merkst du, ne? Und kann jetzt genau wunderbar schauen, wo habe ich denn da jetzt die Verspannung, wo ist dieser Schmerzpunkt, der mich tatsächlich im Alltag triggert. Und jetzt können wir über die Region Gesäßmuskulatur, Becken, viel, viel Spannungen aus diesem Hüftbereich rausholen. Auch hier triggern
Und jetzt kann Sven mal probieren, seine ganz kleine Bewegung, das Knie hochzuheben und wieder fallen zu lassen. Hoch und fallen lassen. Und das reicht tatsächlich aus. Druck in Kombination mit Bewegung. Und das kann man auch im Sitzen machen, das kann man auch an der Wand machen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dann deine Gesäßmuskulatur triggern kannst, um die Verspannungen rauszuholen. 3 bis 5 Minuten müssen sein. Dritter Spot, wissen wir es noch? Habt ihr es vergessen oder nicht? Das ist die untere Lendenwirbelsäule, Lendenwirbel 5. Und dann können wir links oder rechts, Sven macht es jetzt rechts, dann können wir es vielleicht noch ein bisschen sehen, rechts direkt neben dem Lendenwirbel 5 das positionieren, schaut in der unteren Lende rechts neben den knöchernen Dornfortsatz den Trigger positionieren. Und wenn ihr nicht genau auf Lendenwirbel 5 seid oder vielleicht was oberhalb, ist das nicht schlimm, weil ihr myofaszialen Impact setzt. Und dann kann man auch mal den Trigger ein bisschen höher, ein bisschen weiter runter versetzen. Und dann haben wir wunderbar dort die Lendenwirbelsäulenmuskulatur, dort, wo wir es brauchen, dann auch behandelt. Hast du es gefunden? Ja, ne? Wunderbar. Sven hat die Beine direkt schon aufgestellt. Er will nämlich mehr Druck. Er kennt das Triggern. Wenn das für euch zu viel ist, kann man die Beine auch ausstrecken. Dann habt ihr weniger Druck. Wenn ihr aber jetzt das auch mit Bewegung kombinieren solltet, können wir die Knie gleichzeitig nach links und rechts ganz leicht, es müssen nicht große Bewegungen sein, ganz leicht nach links und rechts bewegen. Die Kombination aus Druck und aus Bewegung ermöglicht es dir, die tiefliegende Verspannung entgegenzuwirken. Punkt Nummer 1, vorne Rectus. Punkt Nummer 2, mittlere Gesäßmuskel. Punkt Nummer 3, Bereich links und rechts neben der Lendenwirbelsäule. Die Muskulatur ist ganz wichtig. Diese 3 Punkte, die sind myofaszial, also muskulär-faszial miteinander verbunden. Es macht anatomisch-funktionell Sinn, weil Hüftgelenk, Becken und untere Lendenwirbelsäule gehören halt nun mal zusammen. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen nach links und rechts denken. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Macht das mal zu Hause nach. Und ja, viel Spaß und ganz liebe Grüße, Sven und meine Wenigkeit. Ciao.